Auch du hast 3 Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es von Wolfram gehört, wir haben es von Eva gerade gehört. Wir brauchen hier eine Mobilitätsgarantie, wir brauchen endlich mehr öffentlichen Personennahverkehr. Was die beiden aber noch nicht gesagt haben, und ich möchte hier noch einen neuen Aspekt in die Diskussion einbringen. Ihr habt das mitgekriegt, die letzten Wochen und Monate wurde immer wieder darüber diskutiert, man möge sich die A4 anschauen und die ewigen Staus auf der Autobahn, und die Antwort der sächsischen Staatsregierung, die Antwort der CDU, aber auch der SPD ist es, statt sozusagen die Güter auf die Schiene zu bringen, hier die Diskussion zu führen, ob wir einen 8-spurigen Ausbau der A4 brauchen. Und da sage ich ganz klar, nein, wir brauchen keinen 8-spurigen Ausbau, sondern wir müssen endlich dahin kommen, dass wir wirklich mehr Güter auf die Schiene bekommen mit einer rollenden Landstraße, die sich nicht nur auf Sachsen konzentriert, die nämlich nur Sinn hat, wenn sie bis ins Ruhrgebiet oder eben in unsere osteuropäischen Nachbarländer nach Polen oder nach Tschechien geht. Und wir brauchen im Land, und da muss auch Sachsen endlich seine Hausaufgaben machen, hier entsprechende Terminals, Railports für die LKWs, und dass die Unternehmen dort vor Ort ihre Güter, die sie transportieren wollen, dort verladen können. Und ein zweiter Aspekt, der noch nicht angesprochen wurde, der mir besonders wichtig ist. Ihr habt es vielleicht diese Woche in der Zeitung gelesen. Es gibt neue Statistiken zu Verkehrstoten. Und Sachsen hat hier die wirklich schlimme rote Laterne. Seit Jahren sind zwar die Zahlen der Verkehrstoten gesunken, aber erstmals dieses Jahr sind wieder mehr Verkehrstote in Sachsen. Und Sachsen hat hier wirklich die rote Laterne. Über 50 mehr Verkehrstote in Sachsen seit dem letzten Jahr. Und jeder Verkehrstote ist einer zu viel in diesem Land. Und deswegen brauchen wir hier von der Staatsregierung auch endlich eine Strategie zur Vision Zero, dass es eben keine Verkehrstote hier mehr in diesem Land gibt. Und dazu, weil eben sehr viele Radfahrer gestorben sind im letzten Jahr, braucht es einfach sichere Rad- und Fußwege in diesem Land. Und dafür braucht es eben auch mehr Personal in den Planungsämtern, die das planen. Weil es heißt ganz oft von Minister Dulich, wenn ich mich mit ihm im Plenum streite, ja, ein Radweg braucht mindestens genauso lang in der Planung wie eine Straße. Aber wenn ich mir angucke, wie die Straßen gebaut werden, dann sind die immer schneller fertig als der Radweg. Und das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und deswegen müssen wir hier, was die Radwege ankommt, endlich in die Vorhand kommen. Und dann, wenn wir darüber reden, dass wir mehr Leute auch in den öffentlichen Nahverkehr bekommen wollen, die pendeln sollen, wenn die Lausitz, wenn wir dort Leute wieder ansiedeln wollen und die dann in ihre Jobs kommen sollen, dann sollen die auch mit dem ÖPNV fahren können, aber dann sollen sie halt auch, damit sie zum Bahn kommen, mit dem Rad dahin fahren können. Und dafür brauchen wir auch, und da haben wir auch ein Programm in unserem Wahlprogramm, einen Punkt in unserem Wahlprogramm, nämlich endlich Radstationen. Sachsen hat bisher keine einzige Fahrradstation. In Leipzig gibt es jetzt endlich eine Petition dafür, dass es Fahrradstationen gibt. Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode mindestens 20 solche Radstationen, damit die Leute sicher ihr Rad abstellen können am Bahnhof, um dann in ihre Jobs oder in ihre Freizeit zu fahren. Und dafür kämpfen wir. Und ich würde mich freuen, wenn auch dieses Kapitel mit großer Mehrheit beschlossen wird.